Ich darf Herrn Sven Krause ans Mikrofon bitten und begrüße ihn als Vertreter des Landesverbands Liberaler Hochschulgruppen in Baden-Württemberg. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Mitglieder des Landtags, meine Damen und Herren, Kommilitoninnen und Kommilitonen. Vielen Dank, dass wir jetzt auch kurz die Gelegenheit haben, Stellung zum Gesetzentwurf zu nehmen, auch wenn jetzt 5 Minuten für insgesamt 485 Seiten ein bisschen knapp sind. Ich möchte vorab erwähnen, dass uns einige Punkte durchaus gut gefallen, zum Beispiel die Wiederholung von Prüfungsleistungen innerhalb von 6 Monaten ist für Studenten extrem wichtig, um auch wenn sie mal eine Prüfung nicht zu bestehen, nicht gleich hinten raus die Regelstudienzeit extrem zu überschreiten. Und auch der Bereich der Promotionsvereinbarung ist immer so eine Sache, die für Promotionsstudenten sehr, sehr positiv ausgehen kann. Auch die Flexibilisierung von Prüfungsbedingungen haben wir schon angesprochen, ist für Studenten sehr, sehr gut und auch die Sollregelung, die da getroffen wurde, die ist nach unserer Auffassung genau das richtige Maß. Das ist insofern sehr positiv. Auch diese Diskussion über ein Promotionsrecht an Hochschulen für angewandte Wissenschaften kann man aus unserer Studentensicht durchaus führen. Die Frage ist jetzt halt immer noch, bei einer Experimentierklausel verstehen eben viele Personen sehr viele Sachen darunter und wo das letztlich hinführt, ist für uns jetzt gerade noch nicht ersichtlich, deswegen können wir dazu noch keine konkrete Stellungnahme geben. Ich finde aber die Bereitschaft schon mal sehr toll, dass man diese nachfolgende Regelung gemeinschaftlich besprechen will und gemeinschaftlich treffen will. Ich möchte jetzt noch auf 3 Punkte eingehen, die uns als Studenten nur mäßig gelungen erscheinen. Das ist einerseits der enorme Zuwachs an Gebühren, das haben bislang schon alle Studentenvertreter einheitlich kritisiert, dann die Begrenzung der Regelstudienzeit und diese Open Access-Frage. Zu den Gebühren muss ich sagen, der Gesetzentwurf sieht ja gerade im Bereich der Zugangsprüfung sehr, sehr großzügige Erhöhungen der Gebühren vor. Und man muss sich da vergegenwärtigen, wofür hier mehr gezahlt werden soll. Nämlich nicht etwa für eine Verbesserung irgendwelcher bestehenden Angebote, sondern zunächst mal für das Bestehen der bestehenden Angebote. Mit anderen Worten, zunächst mal ohne Mehrleistung. Und wenn man von der Einführung dieser Delta-Prüfung absieht, werden da letztlich auch nur die Beträge erhöht. Und zwar um einen ziemlich saftigen Betrag. Dazu kommen ja noch die Mehrbelastungen aus der jüngeren Vergangenheit, zum Beispiel die Beiträge, verfasste Studierendenschaft oder der Verwaltungskostenbeitrag wurde auch großzügig erhöht, das ist in etwa im gleichen Rahmen. Und bitte verzeihen Sie mir, wenn das vielleicht ein bisschen ungebührlich klingt, ich fühle mich da so ein bisschen wie bei so einer Billigfluglinie. Da ist dann von vornherein alles erstmal ganz billig, nämlich kostenloses Studium, keine Studiengebühren, aber hinten raus, wenn Sie das zusammenrechnen als Student, dann kommt am Ende doch schon da ein saftiger Betrag raus. Und der entscheidende Punkt ist für mich, im Gegensatz zu den zweckgebundenen Mitteln bei den Studienbeiträgen vorher, wandern die Gelder hier in Bereiche, die die Studenten nicht beeinflussen können. Zum zweiten Punkt. Der Gesetzentwurf enthält leider entgegen dem, was auch im Koalitionsvertrag steht, wieder eine Begrenzung der maximalen Regelstudienzeit auf 10 Semester. Das ist nach unserer Auffassung nicht erforderlich und vor allem auch in Anzahl Fällen kontraproduktiv. Ich denke, man muss sich bei einer Regelung immer fragen, nicht nur was bringt das, wenn wir das machen, sondern was bringt das, wenn wir das nicht machen? Und da sehe ich jetzt keinerlei zwingende Gründe, so eine Klausel mit einzuführen, zumal Sie das ja in einem eigenen Koalitionsvertrag offenbar auch noch so gesehen haben. Und letztlich könnte man damit nur die Vielfalt der Studienangebote, was ja jedem Studenten nur entgegenkommt, steigern. Ich glaube auch, dass es dadurch nicht zu immensen Marathonstudiengängen kommen wird, denn die Frage ist ja halt immer noch, wer will das dann in der Praxis auch wirklich machen. Letztlich möchte ich noch auf die Open Access Frage eingehen, das wurde noch nicht so ganz angesprochen hier. Der freie Zugang zu solchen Forschungserkenntnissen ist natürlich jetzt durchaus erstrebenswert, wie bei den anderen Sachen auch. Nur die Frage ist jetzt, wie kommt man zu diesem Ergebnis? Wir finden in dieser pauschalen Regelung, man könne da zwingen, das Zweitveröffentlichungsrecht auf, in Anspruch zu nehmen, ist wieder so eine pauschale Keule, mit der man nicht so richtig differenzierte Ergebnisse erzielen kann. Es wurde gerade eben noch angesprochen, dass das für den Wissenschaftsstandort gerade negative Folgen haben könnte. Ich als Promotionsstudent würde dann mich ja auch gerade fragen, gehe ich in ein Bundesland,
wo ich solche Bedingungen vorfinde, oder gehe ich dann vielleicht woanders hin, wo es anders ist. Alles in allem hätte diese eine oder andere Änderung sicherlich durchaus positiv ausfallen können. Wir sehen da auch positive Elemente. Allerdings wird hier auch an vielen Stellschrauben einfach in die falsche Richtung gedreht. Und gerade bei den Gebühren würde ich mich freuen, wenn wir mit dem, was alle Studenten gemeinschaftlich geäußert haben, vielleicht in diesem Rahmen auch nochmal gehört würden. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Krause.